Ich grüße euch. Es ist Montagmorgen, wir sehen uns schon wieder, ne? Post. Ohne den geht's nicht. Kleines Lebenselixier bringt mich wieder ein bisschen hoch. Ich sitze ja schon seit um 5, weil hier unten drunter seht ihr auch zwei Links. Geschrieben ist es schon, ist auch schon übersetzt. Wir haben es in Deutsch und Englisch. Und jetzt für euch gibt es auch noch ein optisch, als Video. Ja, was ist mir da so auf die Füße gefallen? Investigatives Wochenende, das eine oder andere kleine konnte ich validieren, was durchaus wichtig ist. Wir hatten darüber gesprochen. Intel hat momentan so einen kleinen, ich will es jetzt nicht Schwächeanfall sagen, aber es ist so ein kleiner markttechnischer Aussetzer. Warum sollte ich jetzt AMD gemüßigt fühlen, da sofort wieder nachzuschießen? Es ging ja konkret um den Ryzen 4000, also Vermeer. Wann kommt das Ding denn nun eigentlich wirklich? Sagen wir es mal so, ich kann natürlich auch den einen oder anderen kleinen, nicht ganz so offiziellen Dienstweg beschreiten. Man kann dann schon auch das ein oder andere erfragen. Genau das habe ich gemacht. Antwort kam auch dann gestern ganz spät Abend noch. Ryzen 4000, also quasi Vermeer, die Desktop-CPU, befände sich bereits im B0-Stepping. Damit sind wir relativ fein. Also es ist eigentlich der Punkt, wo auch nichts mehr zurückgeht. Hier könnte man faktisch anfangen, bereits zu produzieren. Es ist natürlich die Frage, wie weit ist man jetzt in diesem gesamten Prozess, wisst ihr selber, Chips zu produzieren, das ist die eine Geschichte. Dann braucht man natürlich die Ressourcen, muss man vorbestellen bei den großen Packagern, die also dann diesen Chip, das ist ja eigentlich nur ein Chip, der hergestellt wird, auf dieses BGA draufbringt, das nennt sich Packaging. Und dann hat man letztendlich die fertige CPU. Kommt ja noch ein integrierter Heatspreader oben drauf. All das muss natürlich produziert werden. Und dann wird das Ganze logistisch da zusammengesammelt und ja, breitgekarrt, damit man es auch in die Läden bekommt. Also all das wird natürlich noch einen gewissen Zeitablauf benötigen. Aber B0 ist schon mal gut, weil rein theoretisch, wenn man es jetzt mal so quer über den Daumen peilt, könnte man das bereits vor dem Q4 schon anpeilen? Wird natürlich nicht passieren, weil welchen Druck hat AMD bitteschön schon? Keinen. Q4 ist realistisch, aber wann, in welchem Monat, ob nun ja, Oktober, November, Dezember, das weiß keiner, außer AMD. Wird Elisa wieder da sitzen und überlegen, ach, kaufen wir uns noch eine neue Lederjacke zwischendurch oder hauen wir es gleich raus, das Teil? Wissen wir noch nicht, müssen wir warten. Ja, genau der Punkt, den lasse ich jetzt mal offen. Aber Fakt ist, das Ding ist marktreif. Die Bestätigung wollte ich euch geben. Jetzt habe ich noch zwei andere Dinge und die habe ich auch sehr exklusiv. Erstens, jetzt aktuell, ist ja bald 7.7., ne, kommt die neue Ryzen 4000 Desktop-APU. Das ist ja nichts Neues, das kennen wir schon. Jedes Teil hat natürlich einen Nachfolger und auch den haben wir ja schon im Visier gehabt. Und ich habe direkt aus der Validierungsphase, ja, schaut es euch mal an, dann kann man da mal reingucken und da sehen wir A0 Stepping, das ist also der momentane Stand dieser Desktop-APU, Sockel FP6 bzw. also AM4, das ganz normale Gehäuse, also als Desktop-CPU. Und die gibt es ja im Prinzip als H- und als U-Variante, also die etwas stromsparendere wird ja auch da gleich mitgeschleppt. Was jetzt aber allerdings interessant ist an dieser Stelle, und damit sollte das eigentlich auch final sein, Ryzen 5000 als Desktop-APU wird wieder mit Vega 20 kommen. Es wird also, weil man überlegt hatte, ist ein Navi drin oder ist Navi nicht drin? Nein, so wie das hier ausschaut, ist kein Navi drin, das ist eine ganz normale alte Vega 20. Sicher wird man diesen Prozess auch noch mal ein bisschen verschönert haben und im Zuge dieser ganzen kleinen Refresh-Geschichten noch so ein bisschen aufgehübscht, aber es ist und bleibt eine Vega 20. Also Ryzen 5000 wird letztendlich nur am CPU-Teil noch mal ein bisschen aufgehübscht und vor allen Dingen verbessert. Die GPU bleibt im Prinzip wie gehabt. Ist schade, aber nicht zu ändern. A0 Stepping ist so eine Geschichte, eigentlich da geht es auch nicht mehr zurück. Da muss man jetzt nur noch so ein bisschen validieren und gucken, sind noch irgendwelche Klopse drin, muss man diese Bugs noch rausbauen. Ja, aber die sind auf dem Weg. Also da gibt es eigentlich auch nichts Negatives zu berichten. Tja, was ist jetzt eigentlich mit Navi? Haben wir noch den mobilen Prozessor, sind wir im Ultra-Low-Bereich, beziehungsweise Low-Power-Bereich.
Ja, haben wir einen anderen Sockel, FF3. Das sind dann die Notebooks, also diese kompletten kleinen Notebook-Chips. Da merkt man schon, dass AMD momentan so ein bisschen mehr den Fokus auf die Notebooks legt, weil wenn wir uns das mal anschauen, auch das habe ich für euch hier ziemlich exklusiv mal als kleinen Code-Auszug aus einer, wie auch immer, gearteten Geschichte. Ich will das ja nicht im Detail ausklamüsern, weil muss ja die Quellen noch ein bisschen schützen. Ich habe auch hier teilweise ein paar irrelevante Sachen mal ausgepixelt bzw. ausgelöscht und die drei Punkte reingeschrieben. Wenn wir uns das mal anschauen, sehen wir, was sehen wir? Wir sehen Van Gogh, ist okay, wir sehen auch die Abkürzung. Wir sehen das Stepping A0, also genau das gleiche Stepping wie schon bei Cézanne. Und ja, was sehen wir noch? Navi 21. Navi 21, schöne kleine Geschichte. Hier also im Notebook-Bereich werden wir es sehen. Im Notebook-Bereich werden wir also auch Navi kombiniert mit Zen 3 sehen. Das ist schon mal ein Fortschritt. Da wird man also bei den Notebooks nochmal so einen kleinen Impact erleben können. Selbe Entwicklungsstufe halt wie ja auch Cézanne, aber leider ist Cézanne noch mit Vega bestraft. Hier kriegt man schon Van Gogh. Also wer unbedingt eine APU braucht, muss sich dann ein mobiles Gerät kaufen. So, und erst wenn Rembrandt kommt, und Rembrandt ist ja dann der Nachfolger von Cézanne, also für den Desktop, dann wird man auch aktuell Navi und die neuen Kerne miteinander kombinieren. Dann wird es also einen kompletten Refresh geben. Da können wir auch schon drauf warten, aber das wird nichts mehr dieses Jahr. Während man mit Van Gogh und natürlich auch Cézanne 2021 rechnen kann. Ich würde sagen, zur CES, Lisa schmeißt sich da wieder ihre Lederweste an und dann wird erstmal wieder angekündigt, wann es dann auf den Markt kommt, weiß man nicht, aber ich denke mal, sehr viel länger als 6 Monate wird das Späßchen nicht mehr dauern, weil A0 ist auch schon wieder so ein Schritt, wo man sagt, jetzt brauche ich kein Jahr mehr, um das Ganze hier auf den Markt zu floten. Können wir mal wieder Geld verdienen. In dem Sinne, das war mal ein relativ kurzes Video, weil die Woche ist noch lang, dafür ist das Video halt jetzt gerade mal ein bisschen kürzer. Man muss da auch nicht breit treten. Ich wollte euch nur mal diese Validierung zeigen, weil wir wissen jetzt, aktuell, wer mehr, Ryzen 3, 4000 ist auf dem Weg, B0 Stepping, feine Geschichte, marktreif. Und dann haben wir noch unsere zwei kleinen APUs, unseren Freund Cézanne für den Desktop mit der Vega im Rucksack und Van Gogh für den Laptop, schon mit Navi. So, könnte man sich ja überlegen, was man sich dieses oder nächstes Jahr dann für einen Laptop anschafft, beziehungsweise dieses Jahr nicht anschafft. Warten wird sich definitiv lohnen. In dem Sinne, ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Wir sehen uns garantiert nochmal, weil ich habe ja auch noch Reviews. Es ist ja nicht nur, dass ich hier News-Channel bin. Das mache ich eigentlich bloß nebenbei. Aber wenn es hier so einfach auf den Tisch plumpst, muss man es natürlich bringen. Was soll ich das jetzt in die Schublade stecken? Das habe ich jahrelang gemacht, aber bloß gesammelt, Informationen reingeschmissen. Habe sie nicht gebracht. Mein Fehler. Jetzt kriegt er sie aufs Auge gedrückt. In dem Sinne. Hier mein kleiner Salvatore. Der freut sich auch schon auf die Woche. Ich ziehe mir jetzt hier noch so ein Ding. In dem Sinne. Hier unten auf der Homepage könnt ihr alles nochmal nachlesen. In Deutsch, in Englisch und vor allen Dingen vollständig, habt da nochmal die Bilder. Könnt ihr euch alles in voller Pracht angucken und ansonsten die Homepage ist auch noch relativ komplett bestückt mit allem möglichen. Wir haben Grafikkarten drauf, wir haben Reviews bis zum Abwinken. Guckt doch mal einfach drauf und lest doch mal eine Runde. Ist noch keiner von gestorben. In dem Sinne. Tschüss.